zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Lichtenberg 47 und SC Starken. Endstand 4:0 vor 364 Zuschauern hier in der OG Arena in Zoschke. Ich begrüße sehr herzlich unseren Gästetrainer, Herrn Thorsten Meyer, und natürlich unseren Trainer Rudi Raab. Wie nach jedem Spiel würden wir halt gerne von beiden Trainern wissen, wie sie vorangegangen 93 Minuten eingeschätzt haben, und möchten da gerne mit Herrn Meyer beginnen. Ja, guten Tag erstmal zusammen. Rudi, erstmal Gratulation. Wir wussten von Hause aus, dass es eine ganz schwere Kiste hier wird, gerade auf dem großen Rasenplatz, da wir kaum auf Rasen spielen können. Trainieren können wir auch fast gar nicht auf Rasen. Und ja, mit der jungen Truppe wurde es natürlich schwierig, das wussten wir von Anfang an. Und hatten einige von den älteren Spielern als Ausfälle, gerade auf den Außenbahnen, die ja für uns halt sehr, sehr wichtig sind, eine große Stütze für die junge Truppe sind. Und deswegen mussten wir halt mal wirklich mal sagen, okay, wir spielen heute Jugend forscht. Knallen unsere jungen Spieler jetzt rein, lassen sie jetzt laufen. Was haben wir hier zu verlieren? Also kommt zum Tabellenführer und fertig. Und haben gesagt, warum, was geht. Erste Halbzeit haben wir echt Schwierigkeiten gehabt, da mit diesen langen Bällen, mit den Diagonalen sind da nicht reingekommen, konnten die nicht verhindern. Und dadurch, denke mal, dass es auch mit dem 2-0 zur Halbzeit völlig zurecht geht. Hat auch gar keine Durchsatzkraft nach vorne. Zweite Halbzeit wurde es ein bisschen besser, haben wir ein bisschen umgestellt, sind dann besser in die Zweikämpfe gekommen und konnten dadurch ein bisschen spielerisch mal ein bisschen was machen. Aber im letzten Drittel geht es dann halt leider auch nicht weiter gerade. Und ja gut, dann hat man natürlich keine Torschüsse, weil keine Torschüsse hat, kann keine Tore machen. Und dann da durch so ein Flipper-Tor fällt dann das 3-0, da waren die Köpfe dann wieder unten. Und gut, so ist es. Abwischen, Jugend forscht, weiterspielen. Jetzt kommt Union Fürstenwalde, probieren am Wochenende die 3 Punkte mitzunehmen. Und dann denke mal, dass wir trotzdem dann eine ganz ordentliche Runde spielen können. Vielen Dank. Und jetzt unser Trainer Rudi Raab. Erstmal Thorsten, danke für die Glückwünsche. Er hat es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ja, wir waren sehr gut drin im Spiel. Ja, Starken ist ja auch ist eine Mannschaft, die kampfstark ist, die auch dagegen halten kann. Die muss man erstmal auch bespielen. Natürlich hat der große Platz uns in die Karten gespielt, aber mit welcher Selbstverständlichkeit und Konsequenz und auch Genauigkeit, wie das auch die ersten 25 Minuten gespielt haben. Also Kompliment an die Mannschaft. Ein bisschen hat der letzte Pass, die letzte Flanke so gefehlt, dass man da auch schon in der Phase das 1:0 macht. Aber als dann das 1:0 fiel, dann hat man auch gemerkt, so der Druck, das Tor zu machen, ist weg. Und dann sind wir auch bis zur Pause weitergerollt und mit 2:0 auch verdient in die Pause gegangen. Nach der Pause hat Starken dann einfach ein bisschen mutiger gespielt, ja, ein bisschen mehr Risiko im Spielaufbau gegangen. Und dann ist immer so Ente oder Trend, ja, sie verlieren den Ball oder sie kommen durch. Und dann waren so ein paar Momente, wo wir Richtung eigenes Tor laufen müssen. Aber wie Thorsten auch schon sagte, eine Torchance ist da nicht draus resultiert. Und das haben wir auch hinten dann wieder gut wegverteidigt, auch wenn die zweite Halbzeit qualitativ nicht mit der ersten mithalten konnte. Ja. Wir wollten natürlich dann auch allen Spielern die Chance geben, sich zu zeigen. Ja. Die 5 wechseln, man, wie ich immer sage, die halbe Mannschaft kann man ja auch wechseln und allen Spielern dann auch die Chance geben. Herr Grüneberg kommt rein, macht das Tor und die anderen haben sich auch wieder alle gut eingefügt. Das ist ja auch wichtig, dass alle Spieler auch immer bei Laune bleiben und jeder auch seinen Anteil hat. Und das würde ich dann auch für die zweite Halbzeit dann als die Überschrift sehen. Ja, ansonsten Kompliment an die Mannschaft. Wir haben ja vorher gesagt, alle Heimspiele zu gewinnen in der Hinserie ist eine tolle Leistung. Die kann uns jetzt keiner mehr nehmen, aber ausruhen können wir uns nicht. Wir haben noch 2 schwere Auswärtsspiele und da wollen wir auch nochmal 6 Punkte sammeln. Vielen Dank. Gibt es Fragen von Pressevertretern? Ja, eine Frage an Rudi. Du hast es schon angedeutet, noch 2 Auswärtsspiele. Aber kannst du trotzdem vielleicht ein kleines Fazit ziehen oder ist das noch zu früh? Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn man absteigt, weiß man immer noch nicht, wo die Reise hingeht. Ich glaube, dadurch, dass wir den Kern zusammengehalten haben, gute Jungs dazugeholt haben und die sich sehr, sehr schnell gefunden haben und mit Freude gemeinsam Fußball spielen und erfolgreich Fußball spielen, das ist eigentlich so die Überschrift der Hinserie. Ich komme jedes Mal gerne zum Training. Ja, die Jungs geben Gas, wir haben eine gute Mischung aus, wir wollen was leisten und wir wollen gemeinsam hier freudvoll Fußball spielen und ich glaube, die Mischung schaffen wir sehr gut. Die Jungs sind hungrig, die wollen gewinnen und wir helfen ihnen dabei als Trainerteam und dann habe ich ja auch schon beim TB-Spiel rausgespielt oder rausgestellt. Mit Nils Kohlschmidt habe ich da einen sehr guten Partner an der Seite. Wir machen das ja gleichberechtigt. Der könnte genauso jetzt hier sitzen.
Und ich glaube, die Doppelspitze, wo viele vor der Saison gesagt haben, ob sowas funktioniert, ich glaube, da haben wir erstmal auch bewiesen, dass es funktioniert mit zwei Cheftrainern. Ihr wisst ja auch, dass ich in Doppelfunktion bin, öfter beim Berliner Fußballverband als Verbandssportlehrer und auch Trainingseinheiten oder auch Spiele nicht gestalten kann. Und ja, wenn man dann so eine Spiele verlieren würde, würden auch Leute da fragen, wenn der eine Trainer nicht da ist. Deswegen habe ich von vornherein auch gesagt, wir machen das als Team. Und bisher ja, kann man da auch die Schlussfolgerung ziehen, dass das sehr gut funktioniert. Ja, aber wie es immer beim Fußball so ist, man sieht es ja auch beim ersten FC Union, Erfolg ist nicht selbstverständlich. Man muss sich das jede Woche neu erarbeiten und deswegen gehen wir auch nächste Woche forsch ran. Wir haben noch zwei Spiele und die wollen wir erfolgreich gestalten und dann wollen wir natürlich auch in der Rückserie genauso erfolgreich spielen wie in der Hinserie. Vielen Dank. Gibt es denn noch weitere Fragen? Dem scheint nicht so zu sein. Dann bleibt mir noch, mich sehr herzlich für die bisherige Hinserie zu bedanken. Jetzt haben wir zwar noch November, aber da es das letzte Heimspiel ist, wünsche ich allen ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest, viel Zeit mit den Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns halt Ende Februar hier gegen Hertha 03 Zehlendorf wieder. Vielen Dank. Applaus